Außen Interviews. Aktuell, kritisch, unabhängig. Fellner Live. Nur auf UE24TV. Einen schönen guten Abend und herzlich willkommen zu Fellner Live. Ich darf jetzt bei mir begrüßen zwei Anwälte und da wird uns das Thema ORF-Gebühr in den kommenden Minuten beschäftigen. Zunächst einmal Magister Florian Höllwart. Schönen guten Abend. Schönen Abend, danke. Und mit dabei ist auch Magister Alexander Scher. Schönen guten Abend. Schönen guten Abend. Ja, zunächst einmal die Frage, bevor wir mit ORF-Gebühr beginnen. Zahlen Sie ORF-Gebühr? Haben Sie eine bezahlt? Oder haben Sie jetzt wie eine halbe Million Österreicherinnen und Österreicher auch eine Aufforderung bekommen? Ich war von der GIS abgemeldet, aber ich werde die Zahlungsaufforderung bekommen. Und ich werde natürlich schon aus entsprechender Vorsicht einen Bescheid verlangen und mir da entsprechende Schritte überlegen. Bescheid ist gleich das Thema. Zunächst aber noch an Sie die Frage, wie sieht es bei Ihnen aus? Ja, ich bin ja einer dieser glücklichen Menschen, die ja jetzt keine GIS mehr zahlen müssen, weil ich nur im Nebenwohnsitz meine GIS gemeldet gehabt habe. Und dort, wo ich gemeldet bin, wer andere für mich die GIS zahlt. Das heißt, ich zahle jetzt weniger, weil ja das diese unfaire Regelung ist, dass es nicht mehr darauf ankommt, ob ich jetzt ein Gerät habe, sondern nur mehr nach dem Hauptwohnsitz. Aber ich bin fast Profiteur davon. Sie sind fast Profiteur und Sie haben beide sehr viel gemacht. Wir wollen zunächst einmal Ihre Homepage hier auch uns dem widmen, orf-volksbefragung.jetzt. Es geht hier um eine Volksbefragung. Bevor wir darauf aber eingehen, kommen wir vielleicht noch einmal auf diesen Bescheid, den Sie angesprochen haben. Was muss ich denn jetzt tun, wenn ich lieber Bücher lese oder überhaupt nicht Radio oder Fernsehen höre und ich bekomme jetzt so ein Schreiben? Muss ich dann zahlen? Wenn ich das nicht mache, blüht mir eine hohe Strafe. Was passiert dann? Genau, der Punkt ist der, die Personen, die bei der GIS angemeldet waren bisher, die wurden automatisch in die ORF-Beitrags-GmbH übernommen und die bekommen, einige haben es ja schon, Zahlungsaufforderungen, entweder jährlich oder monatlich. Da ist die ORF-Beitrags-GmbH offensichtlich relativ frei, auf welcher Grundlage die das machen. Allerdings, man bekommt eine Zahlungsaufforderung und müsste binnen 14 Tagen diesen Jahresbeitrag oder den monatlichen Beitrag bezahlen. Wenn man das jetzt nicht möchte, genügt es nicht zu sagen, ich zahle das einfach nicht, weil die Konsequenz ist, dass in weiterer Folge ein Rückstandsausweis kommt. Man kennt das beim Finanzamt oder bei der Gebietskrankenkasse und das damit auch automatisch ein Exekutionstitel ist. Ich kann also die Zahlungsaufforderung so nicht bekämpfen. Was ich tun muss, ist, ich muss der ORF-Beitrags-GmbH ein Schreiben schicken, mit welchem ich diese auffordere, mir diesen Beitrag bescheidmäßig vorzuschreiben. Weil nur gegen einen Bescheid kann ich ein Rechtsmittel machen und den Rechtsweg bis zum zumindest einmal Bundesverwaltungsgericht vorzugehen. Wie mache ich das, Herr Magister Scher? Weil nicht jeder hat natürlich einen Juristen in der Familie und weiß, wie er so ein Schreiben aufsetzt. Können Sie dem abschließen? Also das ist eigentlich relativ einfach. Wir haben auf unserer Homepage orf-volksbefragung.jetzt zum Beispiel ein Muster schreiben. Das füllt man aus und schickt es einfach an die Beitragsservice GmbH. Man muss einfach nur sich äußern und sagen, ich hätte gerne einen Bescheid. Das müsste unserer Ansicht nach reichen. Dann kommt dieser Bescheid und dann kann man den eventuell bekämpfen. Und es gibt einige Punkte, worin man diese Vorschreibungen bekämpfen könnte. Aber zunächst einmal die ORF-Beitrags-Service GmbH, da muss man mal überhaupt herausfinden, wo postalisch die zu erreichen sind. Das ist nicht ganz so tragisch, weil Sie eine Zahlungsaufforderung bekommen, da steht die Adresse drauf. Also das ist einfach. Okay. Und da steht auch auf unserem Muster drauf. Also sofern die jetzt die Adresse nicht ändern, was vielleicht eine Strategie sein könnte, mich würde nichts mehr wundern in der Sache, ist das eigentlich kein Problem. Mhm. Und jetzt, wenn ich das dann hinschreibe und das Ganze sollte man wahrscheinlich eingeschrieben machen, dass das auch wirklich ankommt, was passiert dann? Ja, dann wird wahrscheinlich ein Bescheid erstellt werden. Und das Lustige bei diesem Bescheid ist, die müssten eigentlich sagen, auf welcher Rechtsgrundlage diese Vorschreibung basiert. Und da wird es möglicherweise ein bisschen haken, weil es derzeit zumindest uns laienhaften Juristen noch nicht ganz klar ist, auf welcher Basis dieser Bescheid erlassen werden kann, wie dieser Beitrag festgesetzt wird, weil bis dato das im Gesetz, und zwar im Beitragsgesetz als auch im ORF-Gesetz vorgesehene Prozedere noch nicht begonnen hat. Nicht begonnen heißt, man hat darauf vergessen oder? Das bedeutet, dass im Grunde auf Antrag oder Anregung des Generaldirektors der Stiftungsrat einen Beschluss fassen muss über die Haushaltsabgabe, die Höhe der Haushaltsabgabe. Uns
ist bisher nicht ersichtlich, dass es einen solchen Beschluss gibt. Und wir haben jetzt auch ein Schreiben an den ORF gerichtet. An die Service GmbH gerichtet. Die mögen uns doch bitte höflichst mitteilen, auf welcher Grundlage diese Zahlungsaufforderung ausgestellt wird, beziehungsweise ob es schon einen entsprechenden Beschluss gibt. Wir warten jetzt dieses Schreiben ab. Die Antwort hoffe ich. Richtig. Und dann können wir ja nur hoffen, oder die ORF Beitrags GmbH kann dann nur hoffen, dass es auch einen entsprechenden Beschluss gibt. Weil wenn es das nicht gibt, ist eine Zahlungsaufforderung an die Bevölkerung gerichtet worden, für die keine Grundlage besteht. Das mag total absurd klingen. Wir leben doch in sowas wie einem Rechtsstaat und so. Nur gerade bei dieser ORF-Beitragsgeschichte ist schon im Vorfeld so viel schiefgegangen, auch logistisch, aber auch bei der Service-Beitrags GmbH. Zum Beispiel haben die sich bereits vor dem 01.01.24 haben sie Briefe versendet als ORF-Beitrags GmbH, obwohl sie das erst ab 01.01.24 hätten machen dürfen. Sie haben gedroht, dass man jetzt verpflichtet ist, sich da irgendwie zu melden, obwohl das Gesetz das nicht wiedergegeben hat. Also wir haben bereits vor dem 01.01.24 bereits so viel Pfusch erlebt, dass es durchaus sein kann, dass die hier einen Fehler begangen haben. Hintergrund bei der Geschichte ist, dass angeblich, und da sind wir auf der Suche, und ich habe es noch nicht gefunden, es ein zusätzlich zum ORF-Beitragsgesetz und zum ORF-Gesetz ein weiteres Gesetz gibt, das für das Jahr 2024 die Gebühren bestimmt. Nur, ich bin auf der Suche und habe es bis jetzt nicht gefunden. Und das konnte uns auch niemand sagen, wo es das Gesetz und das ist, gibt. Und jetzt könnte das blanke Blödheit sein, nur wenn man im RIS, also im Rechtsinformationssystem, ORF-Beitrag eingibt, gibt es ein paar Paragraphen, die da aufscheinen, nur keiner bestimmt die Höhe dieses Beitrags. Und es wäre auch ein bisschen komisch, weil wir haben ein Gesetz, das ganz klar regelt, wie das bestimmt wird. Und dann gibt es dann noch ein Gesetz, das sagt, aber auf 2024 ging es anders. Obwohl es in diesem Gesetz, wo geregelt wird, wie es bestimmt wird, eine Empfehlung oder eine Maximalhöhe genannt wird, aber das muss der Stiftungsrat machen. Also Chaos pur. Aber dieses Gesetz, das Sie jetzt gerade angesprochen haben, das in der Rechtsdatenbank RIS nicht aufscheint, das muss Nein, das will ich gar nicht sagen. Wir kennen es nicht. Hm? Es kann durchaus sein, weil in Österreich, jeder stellt sich vor in Österreich, dass so Gesetze so wunderbar formuliert sind. Aber im Bundesgesetzblatt sind manchmal zwei Zeiler, zwei Paragraphen als mit unfassbar langen Titeln, die dann vielleicht gar nichts damit zu tun haben, was da drinnen steht. Und das muss man erst mal finden. Hm. Also ich habe die Methoden, die mir derzeit zur Verfügung stehen, verwendet. Ich habe es nicht gefunden. Ich schließe nicht aus, dass es das gibt. Aber selbst wenn es das gibt, wirft das natürlich schon etwas eigenartigen Gedanken auf, wenn ich mir überlege, dass das so intransparent ist. Bevor wir nochmals auf die Homepage und auch auf das Volksbegehren zu sprechen kommen, vielleicht für die Zuseher auch zur Erklärung, es gibt einen Unterschied zwischen diesem Rückstandsausweis und einem Mahnverfahren. Was ist denn da grob gesprochen der Unterschied? Na, wie gesagt, wenn ich die Zahlungsaufforderung bekomme und ich binnen 14 Tagen zahle oder etwas mache, um einen Bescheid zu erlangen, nämlich dieses Schreiben an die ORF Beitrags GmbH, dann wird in weiterer Folge ein Rückstandsausweis ausgestellt. Und das bedeutet, dass sofort ohne weiteres gerichtliches Verfahren oder behördliches eine Exekution geführt werden kann. Das Interessante an der Geschichte ist, dass der Gesetzgeber, die ORF Beitrags GmbH, ermächtigt ist, zusätzlich noch ein Inkassobüro einzuschalten. Obwohl eh schon ein Rückstandsausweis und damit ein Exekutionstitel vorliegt, ein Inkassobüro einzuschalten, um die offenen Beiträge einzumahnen. Damit entstehen natürlich Mahnkosten. Und das ist ja schon ein bisschen ein Skandal. Warum? Erstens einmal, auf welcher Basis und auf welcher Ausschreibungsgrundlagen welches Inkassoservice hier überhaupt ausgesucht wird und warum überhaupt ein Inkassoservice eingeschaltet wird oder die Ermächtigung dazu erteilt wird. Im Grunde klingt das nach Körbelgeld. Und weil wenn ich schon einen Exekutionstitel habe, dann brauche ich den nur betreiben. Ja, da brauche ich nicht noch zusätzliche Kosten produzieren über einen Inkassobüro. Also das ist äußerst befremdlich. Und insofern gibt es da
kein Mahnverfahren als solches, wie Sie es kennen, wenn ich eine Klage, eine Mahnklage einbringe. Mich dann wehren könnte. Und mich dagegen mit einem Einspruch dagegen wehren könnte. Das ist nämlich wirklich auch perfid. Man muss sich überlegen, diese Servicebeitrags GmbH hat hunderte Mitarbeiter. Und jetzt könnte man, wenn ich schon die einzige Aufgabe meines Unternehmens ist, das Eintreiben von Geld ist, dann sollten die das ja tun. Ja, also warum nicht? Dann gibt's, man zahlt ja dann zig Millionen Euro, wir haben das in unserem Stream aufgedeckt, wie viele Millionen Euro die bekommt im Jahr. Das müsste eigentlich reichen. Das heißt, wenn ich schon sage, ich möchte nicht jeden exekutieren, dann kann der firmeneigene Angestellte die Mahnung machen. Das geht ja. Aber das Perfide bei dem Gesetz ist, dass wirklich externe Auftragnehmer dann beauftragt werden, hier Exekutionen zu machen. Wenn man weiß, die Exekutionen Inkasso zu betreiben. Wenn man weiß, dass Inkassobüros wirklich sehr hohe Gebühren haben, gemessen an, an der Forderung, hat es ja nur einen einzigen Zweck, und zwar die Leute zu verängstigen. Und das ist ähnlich wie damals bei den Wiener Linien mit der Maskenpflicht. Es hat reine Verängstigungscharakter und ist bis heute kein Fall bekannt, wo die Wiener Linien wirklich eine Klage gegen jemanden eingebracht haben, aber bedroht werden die Leute mit ihren Inkassospäßen. Und das ist natürlich eben eines Rechtsstaates und einer Demokratie nicht würdig. Und das sind dann diese Strafen von 2.180 Euro, das ist das wieder was anderes? Da geht es nur um die Gebühr. Da geht es nur um die Gebühr, wer die Gebühr nicht zahlt und die Service GmbH einen Titel schafft, indem sie einen Rückstandsausweis schafft, kann diesen Rückstandsausweis exekutiv geltend machen. Die 183 Euro irgendwas, theoretisch. Und darum geht's. Die Strafen sind noch extra. Das heißt, wenn ich jetzt die Strafen bekomme, wenn ich mich nicht rechtzeitig melde. Ich habe die Verpflichtung seit November, auch darüber kann man diskutieren, mich zu melden, wenn ich in einem Haushalt lebe und Gießpflicht oder beitragspflichtig werde. Und wer das nicht macht, der könnte eine Strafe bekommen bis 2.400 Euro. Auch ein Wahnsinn, für eine Gebühr, die 183 kostet, ein Strafmaß bis 2.400 Euro vorzuschreiben. Gerade vielleicht auch bei älteren Personen, die jetzt nicht Internetzugang haben und sich jetzt nicht so oft informieren. Und es ist ja auch so, ich meine, wenn man das Finanzamt hernimmt, ja, die haben ja auch tausende Rückstandsausweise, die sie ausstellen, die benötigen ja auch keinen Inkassoservice. Ja. Also die können das ja auch sehr gut mit ihren Mitteln machen, und wir haben uns ja auch die Bilanz der ÖF Beitrags GmbH angesehen. Noch der Gieß noch. Ja, was ist da, richtig, damaligen Gieß. Und da sind schon Posten rum, wo man wirklich fragt, ja, wo entstehen die Kosten und vor allem, was sind das für Kosten, weil diese ja teilweise völlig unbekannt sind hinsichtlich der Verwendung. Also da ist schon einiges im Argen, würde ich einmal meinen. Und die Vorgehensweise, wie der Kollege gesagt hat, die ist einfach nicht würdig eines Rechtsstaates. Wenn der Höllwarter so mir den Ball zugeworfen hat, könnte man fast meinen, dass wir Vlogs machen regelmäßig. der Punkt mit dem Finanzamt ist auch ein wichtiger. Eigentlich handelt es sich um eine Gebühr. Und das ist etwas Staatliches. Ja, der Staat holt eine Gebühr ein und gibt es weiter. Wir haben jetzt diese komische GIS, die früher quasi die Mitgliedsbeiträge für den ORF, jeder der verwaltet hat, das soll sein. Hier geht es aber jetzt um ein staatliches, um eine abgabenrechtliche Gebühr. Und warum holt das nicht das Finanzamt ein? Wir haben die U-Bahn-Steuer, das wird alles über Abwicklung über das Finanzamt gemacht. Warum macht man das nicht beim ORF-Beitrag, wenn das so wäre? Auch hier, wir haben die COFAG-Entscheidung, wo es geheißen hat, man kann nicht wesentliche Aufgaben des Staates einfach externen Unternehmen geben. Und ich glaube, die Einholung von solchen Gebühren ist eine wesentliche Aufgabe. Und ich glaube, auch deshalb ist die Struktur, die hier gewählt worden ist, abgesehen von der Frage, ob es zulässig ist, dass ein Aufsichtsrat eines Unternehmens die Gebühr, die alle dann tragen müssen, bestimmen kann. Also da gibt es so viele rechtliche Fragen. Und wenn man sich überlegt, dass die Raab so wahnsinnig viel Zeit gehabt hat, das zu sanieren. Die Ministerin Raab, ja. Die Ministerin Raab, die dafür zuständig ist, so wahnsinnig viel Zeit gehabt, das zu machen. Und dann kommt so ein Pfusch raus, ist ja schon wirklich bedenklich, ja. Brauche ich eigentlich, wenn ich all das mache und diesen Bescheid jetzt mir auch hole, brauche ich dann Sie? Brauche ich einen Rechtsanwalt oder kann ich das dann im weiteren Verfahren, sollte das den Instanzenzug durchlaufen, auch alleine? Also es ist so, ich kann erstens einmal das Schreiben an die ORF Beitrags GmbH, dass ich eine bescheidmäßige Erledigung haben möchte, ist, das kann jeder machen. Den Brief kann man sich herunterladen von unserer Homepage. In weiterer Folge kommt dann ein Bescheid. In diesem Verfahren ist kein Anwaltszwang, zumindest nicht bis zum Bundesverwaltungsgericht. Mhm. Die einzigen Gebühren, die anfallen werden, sind in etwa 30 Euro für die Rechtsmittelausführung, die mir vorgeschrieben wird von der Behörde. Ansonsten ist kein Anwaltszwang. Die Frage ist natürlich, weil man sollte ja auch ein bisschen rechtlich argumentieren, ob das jeder schafft. Jetzt ist das natürlich schon auch wieder ein Problem, weil es geht um 180 Euro. Ein Anwalt kostet ein Vielfaches. Ja.
Und da denken sich natürlich viele, dann lasse ich es, dann zahle ich lieber die 180 Euro, verzichte auf ein Rechtsmittel, weil Anwaltskosten will ich nicht so viel zahlen. Also auch das ist eigentlich eine Ungerechtigkeit, die hier nicht berücksichtigt wurde im Gesetz eigentlich. Aber um den Pessimismus des Höllwart nicht ganz zu teilen, wir setzen schon ein bisschen auf zivilen Widerstand. Mhm. Es ist ja schon bereits der Umstand, wenn die Leute, die beitragspflichtig sind, dass die GIS auffordern oder die Servicebeitrags GmbH auffordern, einen Bescheid zu erstellen. Dann ist es individualisiert zu erstellen. Natürlich werden die automatisiert arbeiten, aber das ist schon ein relativer Aufwand. Wenn dann hier alle in erster Instanz dagegen ein Rechtsmittel erheben, wo sie ja noch keinen Anwaltszwang haben werden, zumindest gehe ich mal davon aus, dann blockiert das natürlich das ganze System. Und ziviler Widerstand, wir sind quasi die juristischen Klimakleber. Ja? Also jetzt, auch wenn der Klimakleber nicht gerade das ist, was ich jetzt so super finde, aber letztlich ist es so. Ziviler Widerstand in einem Staat, wo etwas nicht ganz so funktioniert, ist durchaus angebracht und das wäre auch durchaus so etwas. Weil es ist ja nicht, man muss immer aufpassen, es gibt schon den Tatbestand, dass wenn ich eine Behörde überfordere mit lauter Schreiben, die sinnlos sind, das ist nicht okay. Ja? Aber wenn ich mein Recht einfach wahrnehmen. Also Querulantentum. Es gibt Querulantentum und es ist auch zum Teil, kann man ja auch theoretisch verurteilt werden. Also das ist das nicht. Aber wenn ich einfach nur mein Recht wahrnehme, dass mir das Gesetz gibt, kann das nicht Querulantentum sein. Und wenn jeder einfach seinen Bescheid verlangt und dann jeder einfach quasi, da gibt es ja, wir sind ja nicht die Einzigen auf dem Markt, Markt ist ein bisschen das falsche Wort, weil verdienen tun wir dabei nichts, aber auf dieser Ebene, da gibt es ja einige, die auch schon sogar Beschwerden vorkonzipiert haben und zur Verfügung stellen. Ob das jetzt das Richtige ist oder nicht, will ich nicht beurteilen. Aber einmal den zivilen Widerstand zu zeigen, dann kriegt man Bescheid, dann nützt man die Quellen, die dann zur Verfügung stehen und macht sein Rechtsmittel dagegen und dann schauen wir, wie es weitergeht. Weil das muss ja alles extra verhandelt werden. Ja? Und dieses extra Verhandeln und diese Bescheidausstellungen, ich kenne mich davon aus, dass die ORF Beitrags GmbH damit nicht rechnet, dass da die Menschen einen Bescheid verlangen. Und das hat dann wohl auch aufschiebende Wirkung. Mhm. Das heißt, solange dieser Bescheid nicht rechtskräftig ist, nämlich beim Bundesverwaltungsgericht, kann die ORF Beitrags GmbH diesen nicht einfordern. Und das zahlt sich jetzt schon aus, weil ich habe hier ca. 30 Euro, wenn ich es selber mache, an Verfahrenskosten, kann die Zahlung sicher einige Monate aufschieben. Und dann wird man sehen, ob vielleicht die ORF Beitrags GmbH sich eines Besseren besinnt. Und wir dürfen nicht vergessen, wir haben Nationalratswahlen. Das ist der Punkt. Also da ist schon noch Luft nach oben, hier die Leute ein bisschen auf den Boden der Realität zurückzuholen. Weil wäre ich zum Beispiel ein Parteichef und wäre mit dem Ganzen nicht so zufrieden, würde ich ähnlich wie da in Niederösterreich bei der Covid-Geschichte durchaus einen Fonds schaffen und sagen, jeder, der berechtigterweise einen Einspruch eingebracht hat, ein Rechtsmittel eingebracht hat und die 30 Euro gezahlt hat, dem wird das refundiert. Das kann ich ja machen als Nationalrat. Also im Parlament geht das ja, man kann ein Gesetz dafür verabschieden, wo das geht. Und das heißt, es wird ein heißes Thema das ganze Jahr über. Und ich glaube schon, dass dieses Chaos, das tatsächlich vorliegt, ja, wenn das stimmt, was wir bis jetzt nicht herausgefunden haben, nämlich die Bestimmung, dass der Beitrag irgendwie auf tönernen Füßen steht, ich meine, dann ist die Frage, was ist mit den Beiträgen überhaupt? Mhm. Ja? Zahlen die Leute berechtigt ein? Und wenn ich das nicht berechtigterweise gezahlt habe, kann ich das theoretisch zurückfordern. Also ich freue mich, wenn mir hier irgendjemand informiert sagt, na Moment, du hast dieses und jenes Gesetz vergessen. Wirklich, das meine ich ganz aufrichtig und ernst, weil ich selber nicht daran glauben kann, dass es so pfuschmäßig gearbeitet wird. Aber bis jetzt hat sich keiner gemeldet bei mir. Wir werden es natürlich mit Interesse verfolgen. Sind wir noch einmal bei der Seite ORF-Volksbefragung jetzt. Volksbefragung sticht da ins Wort. Sie haben schon das Wort Parlament auch angesprochen. Sie wollen ja mit einem Volksbegehren, dass es schlussendlich zu einer Volksbefragung auch kommt. Was beinhaltet dieses Volksbegehren? Wo kann man es unterschreiben? Also nach dir. Ja. Es gibt unser Volksbegehren im ORF Volksbefragung.jetzt. Das liegt bereits auf allen Gemeinden, österreichischen Magistraten auf zur Unterstützung. Wir haben auch bereits ausreichend Unterstützungserklärungen, um es theoretisch einreichen zu können für die entsprechende Eintragungswoche. Der Punkt ist, wir sprechen uns nicht gegen einen ORF per se aus, sondern
Sämtliche Politiker wollen dem Volk eine Stimme geben. Das propagieren sie vor den Wahlen, während der Wahlen. Aber wenn es tatsächlich darauf ankommt, hört man eigentlich nichts davon. Das ORF-Thema ist ein ganz massives, das beschäftigt die Menschen und es sei völlig dahingestellt, ob das richtig ist oder falsch ist. Aber was wir wollen in erster Linie ist, dass die Menschen befragt werden, ob sie den ORF in dieser Form überhaupt wollen. Mhm. Wenn und der Nationalrat auch letztendlich in seine Pflicht genommen wird, über die direkte Demokratie die Bevölkerung zu befragen, ob sie das wollen. Wenn da rauskommt, ja, das ist alles in Ordnung, dann soll es so sein. Und wenn nicht, wenn rauskommt, wir wollen es nicht, vor allem, dass der ORF in dieser Form finanziert wird, dann soll dem Genüge getan werden. Und das ist eigentlich das, was wir wollen. Genau. Also die Frage, soll der Nationalrat, soll das Volk befragen, ob die Art und Weise der Finanzierung, nämlich über eine sehr, in Wahrheit sehr unfaire, gleichheitswidrige Haushaltsabgabe, wie es volkstümlich heißt, finanziert wird, oder ob man es eventuell budgetfinanziert oder soll es sich am freien Markt finanzieren. Ja? Es geht ja immerhin über 750 Millionen Euro, die hier quasi im Raum stehen. Und in Zeiten, wo man irgendwelche 150 Euro Teuerungsprämien macht, wo Gewerkschaften über Prozentpunkte streiten, sind 750 Millionen Euro auch nicht völlig unbedeutend. Und die Art und Weise, wie diese Haushaltsabgabe zustande gekommen ist, ist massiv zu hinterfragen, die Sinnhaftigkeit zu hinterfragen. Beispiel bei mir, ich habe im Nebenwohnsitz am Fernseher, habe das angemeldet gehabt, ja, jetzt werde ich das abmelden, weil ich dort nicht wohne als Hauptwohnsitz und bin befreit. Also andere Leute wohnen allein, müssen den vollen Betrag zahlen, andere Leute wohnen zu fünft, da muss einmal der Betrag bezahlt werden und unabhängig davon, ob ich den ORF konsumiere. Weil ich gehe schon davon aus, dass die hunderttausenden Haushalte, die bis dato keine GIS bezahlt haben, ja kein Fernsehgerät haben und diese Leute nicht interessiert sind am ORF. Warum sollen die zahlen? Und es kommt auch dazu, es ist, macht einen Unterschied, ob ich jetzt am Bodensee hauptgemeldet bin oder in einem anderen Bundesland. Es gibt ja diese Landesabgaben. Das kommt auch dazu. Das ist ja die große, diese Trägerrakete des Beitrags war ja immer eine Finanzierung der Länder und des Bundes zusätzlich. Alle haben auf die GIS geschimpft, aber in Wahrheit hätte man dem eigenen Landeshauptmann sagen sollen, warum holst du dir ein Geld von uns? Ja? Und das ist ja jetzt auch so lustig. In Wien ist das ja jetzt abgeschafft worden, aber wahrscheinlich wegen der Nationalratswahlen, weil da sagt man, es ist bei uns billiger. Ja? Und nach den Wahlen wird es wieder kommen, bin ich überzeugt. Also es wird irrsinnig viel Schindluder bei dieser Finanzierung des ORFs betrieben und der ORF hat schon durchaus in gewissen Punkten seine Berechtigung. Ob der ORF in der aktuellen Art und Weise, wie er hier vorliegt, so finanziert werden soll, so unfair finanziert werden soll, das sollte das Volk aber wirklich gefragt werden. Wir werden sehen, ja. Darf ich noch kurz sagen? Ja, genau, es geht um die Finanzierung. Der ORF hat einen öffentlichen Auftrag. Der ORF hat durchaus ausgezeichnete, vor allem Eigenproduktionen, durchaus gute Sendungen, Dreisat, ORF Sport Plus, Radio Sinfonieorchester, das sind alles wichtige Sachen. So, aber wenn ich das in ein Verhältnis setze zu den Sendungen im ORF, die eigentlich nur Blockbuster sind, Wiederholungen seit Jahren, Wiederholungen aus 1980, dann ist der Prozentsatz jener Sendungen, die eigentlich nicht einem öffentlichen Auftrag entsprechen, genauso Sendungen, die anderen Sendungen, anderen Sender genauso gezeigt werden. Und der Prozentsatz eben der guten Sendungen, wo man sagt, der ORF hat hier seine Berechtigung, ist eigentlich verschwindend klein. Und dafür dann eine entsprechende Haushaltsabgabe zu zahlen, ist nicht, für mich nicht ersichtlich. Und vor allem dann auch noch drei Sender zu haben. Weil wir gerade bei Ihnen sitzen, hier bei Fellner Live. Ein großes Manko des ORF, ich meine die Sendungen, ja Umweltsendungen, wunderbar. Ein großes Manko des ORF ist aber mit Sicherheit zum Beispiel die aktuelle Berichterstattung und die politische Diskussion. Hier werden einerseits als Kommentatoren immer dieselben Leute gebracht, die immer dieselbe Meinung von sich geben. Es gibt keine kontroversiellen Diskussionen mehr. Die, bestenfalls streicheln sie sich zu Tode, aber es ist kein wirklich kontroversielles Thema mehr aufgegriffen. Die Sonntags-Abends-Diskussionen, die theoretisch eigentlich ein total interessantes Format wären, wird nach Proportionen aufgeteilt. Es ist, und evaluiert jetzt? Es wird, ja, na, evaluiert. Ich war selber Stiftungsrat, ich kenne den Public Value Bericht, ich weiß, was da drin ist. Ja, ey. Aber der Punkt ist, hier gibt es ganz große, gravierende Mängel, die fast
widerliche Art und Weise, wie jetzt diskutiert wird, wer wo Chefredakteur wird, dass alles politisch vergeben wird, ja, wo dann die einzelnen Parteien ihre Positionen versuchen zu stärken, indem sie den fördern, den nicht fördern, den verhindern. Die Einladungspolitik des ORF, die Tatsache, wie sie sich verhalten haben bei kontroversiellen Zeiten wie Covid, das sind Dinge, die stehen den Leuten bis da. Und das sollte man auch mal aufs Tablett bringen. Und als politische Partei würde ich das wirklich sagen, liebe Leute, wollt ihr diesen ORF? Und da muss ich sagen, aktuell in der Version würde ich ihn nicht wollen. Aber eine gute Nachricht zum Schluss, Herr Magister Höllwart und Herr Magister Scheer. Bei uns gibt es keine Wiederholungen aus den 80er Jahren. Bei uns heißt es auch nicht Malcolm mittendrin, sondern wir sind mittendrin im Geschehen. Vielen Dank an Sie. Das war's. Und nach einer kurzen Werbepause sind wir gleich wieder zurück mit keiner Wiederholung. Bleiben Sie dran.